Tore öffnen sich. 50 Jahre nach Kriegsende können wir zum ersten Mal den Spuren deutscher Kriegsgefangener in der Sowjetunion nachgehen. Betreten wir Wojkowo, Lager und Durchgangsstation für fast 500 in der Sowjetunion inhaftierte deutsche Generäle. Stehen wir vor ihren Gräbern in Krasnogorsk, sehen die Pläne von Friedhöfen, aufbewahrt in den Archiven des KGB. Dokumente vom Schicksal deutscher Generäle, Personalakten und Prozessunterlagen. 3 Millionen Karteikarten geben Auskunft über die 3 Millionen deutscher Kriegsgefangener und Deportierter in der Sowjetunion. Dokumente über die 6000 Lager und 50.000 Prozessakten enthalten genaue Angaben über Einlieferung, Verurteilung, Tod oder Entlassung und Heimkehr. Vom Schicksal Hunderttausender von Gefangenen war bisher nur durch Zeugenaussagen bruchstückhaft etwas bekannt geworden. Erst jetzt geben die Dokumente preis, was bislang geheim gehalten wurde. Sechs Jahre zuvor ein anderes Bild. 20. April 1939, 50. Geburtstag von Adolf Hitler. Einheiten der Wehrmacht, Luftwaffe und der Marine paradieren auf der Ost-West-Achse vor Hitler. Unter ihnen Generaloberst Keitel, Chef des Oberkommandos der Wehrmacht, Hermann Göring, Chef der Luftwaffe, Großadmiral Raeder. Nach dem sich abzeichnenden Blitzsieg besuchte Adolf Hitler die siegreichen deutschen Generäle vor Warschau Mitte September 1939. Werden die deutschen Generäle die Haager Kriegsordnung von 1907 und die Genfer Konvention von 1929 respektieren oder werden sie dem Kommissarbefehl von 1941 blindlings folgen? Werden einige der Generäle mitschuldig werden an den unbeschreiblichen Verbrechen in Polen und in der Sowjetunion? Der Reichsführer SS Heinrich Himmler ist bei diesem Besuch dabei. Anfang einer verhängnisvollen Zusammenarbeit von SS und Wehrmacht. Verstrickung einzelner deutscher Generäle am Vernichtungsfeldzug gegen die Sowjetunion. Dänemark und Norwegen werden am 9. April 1940 von der Wehrmacht besetzt. Am 10. Mai 1940 beginnt der Westfeldzug. In wenigen Tagen werden die Benelux-Länder, Holland, Belgien und Luxemburg überrannt, anschließend die französischen Befestigungsanlagen durchbrochen und große Teile Frankreichs besetzt. Hitler bei seinem Einzug am 17. Juni in Paris. Generaloberst Göring, Großadmiral Raeder und Wehrmachtsgeneräle begleiten ihn. Orden werden äußerst großzügig verliehen und so werden 14 Generäle zu Generalfeldmarschällen ernannt. Die Deutsche Wochenschau berichtet: Der Führer überreichte in der Reichskanzlei den neu ernannten Generalfeldmarschällen die Marschallstäbe. Mit dieser Ehrung würdigte der Führer zugleich die Leistungen aller deutschen Soldaten, die sich in den großen Schlachten in Polen, in Norwegen und an der Westfront als die besten der Welt erwiesen haben. Am 22. Juni 1941 überfielen mehr als 3 Millionen deutscher Soldaten unter der Führung von 400 Generälen die Sowjetunion. Nach den Siegen 1941 folgte die Niederlage von Stalingrad. Die 6. Armee unter Generalfeldmarschall Friedrich Paulus kapitulierte vor der Übermacht sowjetischer Truppen am 31. Januar 1943. Fast 100.000 von einst 300.000 deutschen Soldaten kamen in sowjetische Gefangenschaft. Schon in den ersten Wochen verhungerten 10.000 von ihnen oder starben an Seuchen. Nur 6.000 kamen nach Deutschland zurück. Die Sowjetunion war auf eine so große Zahl von Gefangenen nicht vorbereitet. 22 deutsche Generäle der 6. Armee und Generalfeldmarschall Paulus überlebten die ersten Jahre der Gefangenschaft.
Einige Generäle werden nach Sustal verlegt, eine Klosteranlage mit historischer Vergangenheit. Eine Fremdenführerin berichtet. Wir befinden uns auf dem Gelände des Erlöserklosters, dessen Tore an genau so einem kalten winterlichen Tag wie heute von einer großen Kolonne von Kriegsgefangenen durchschritten wurden. Es handelte sich vor allem um Italiener, Ungarn, Rumänen und Deutsche, die bei Stalingrad in Gefangenschaft geraten waren. Sie kamen von dort, vom Turm, diesen Weg entlang, betraten das Lagergelände und gelangten zur Kommandantur. Die im Lager Ankommenden boten einen erbärmlichen Anblick. Zerfetzte Mäntel, an den Füßen selbst gebastelte Holzpantinen, mit Lumpen und alten Bettdecken umwickelt, halberfrorene Menschen. Unter den deutschen Offizieren und Generälen, von denen es nicht sehr viele im Lager gab, befand sich Generalfeldmarschall von Paulus. Wir befinden uns in den Räumen der ehemaligen Nikolskaja-Kirche. Während des Krieges im Sommer 1943 war in diesem Raum für 2 Monate General Friedrich von Paulus untergebracht. Der Raum bestand aus abgeteilten Zimmern. Hier befand sich sein Quartier, sein Zimmer und das Zimmer seines Adjutanten Wilhelm Adam. Paulus hielt sich hier nicht lange auf. Er lebte hier im Juli, August 1943. 1 Million deutscher Soldaten sind bei den Kriegshandlungen 1941 bis 1945 im Osten ums Leben gekommen. Allein Hunderttausende sind auf dem Marsch in die Gefangenschaft an Erschöpfung und Seuchen verstorben. Von ihnen gibt es keine Kartei- und Personalakten. In Wladimir, 200 Kilometer von Moskau entfernt, gab es mehrere Lager. Von einem ist die Baracke mit der Küche erhalten, von einem anderen die Steinbaracke, die von den Gefangenen einst gebaut wurde. 1200 Soldaten, die man als Holzfäller und Bauarbeiter einsetzte, wurden in dieser Kirche untergebracht. Mehrere Gruppen von Kriegsgefangenen kamen am 12. und 13. Juli 1943 zur Gründungsversammlung des Nationalkomitees Freies Deutschland im Stadtsowjet von Krasnogorsk, 20 Kilometer von Moskau entfernt. Der Dichter Erich Weinert wurde zum Präsidenten gewählt, als Vizepräsidenten Heinrich Graf von Einsiedel, ein Urenkel Bismarcks, und Karl Hetz. Unter den 13 anwesenden Kommunisten sind auch die Funktionäre und Reichstagsabgeordneten Wilhelm Pieck und Walter Ulbricht. 12 Offiziere, 13 Unteroffiziere und Mannschaften unterschrieben unter der schwarz-weiß-roten Flagge ein Manifest, in dem es hieß: erstens Vernichtung des Hitlerregimes, zweitens Errichtung einer demokratischen Führung in Deutschland, drittens die Befreiung der Opfer des Naziterrors, viertens Gerichtsprozesse für Nationalfunktionäre, die sich eines Verbrechens schuldig gemacht haben. Zu den Absichten der Sowjetunion äußert sich der Verhandlungsoffizier und Leiter der Gegenpropaganda, der Historiker Daniel Melnikow. Die Initiatoren waren natürlich die Kommunisten. Die wollten also, dass der Krieg zu Ende geht. Je rascher, desto besser. Deshalb also ging die Initiative von den Kommunisten aus. Aber der Sinn dieser Initiative war, so viele wie möglich Menschen zu retten. Und zwar nicht nur Sowjetmenschen. Vernehmung des Generals Walter von Seydlitz, der am 12. und 13. September 1943 in Lunjovo zum Präsidenten des Bundes Deutscher Offiziere gewählt wurde. Daraufhin schlossen sich weitere Generäle wie Generalmajor Lattmann dem Bund an. Ihre Aufgabe sahen sie darin, den Krieg zu verhindern und Hitler zu stürzen, durch Briefe an Kommandanturen oder Rundfunkaufrufe und Flugblätter. Daher an Volk und Wehrmacht. Wir sprechen vor allem zu den Heerführern, den Generalen, den Offizieren der Wehrmacht. In eurer Hand liegt eine große Entscheidung.
Deutschland erwartet von euch den Mut, die Wahrheit zu sehen und demgemäß kühn und unverzüglich zu handeln. Fordert den sofortigen Rücktritt Hitlers und seiner Regierung. Kämpft Seite an Seite mit dem Volk, um Hitler und sein Regime zu entfernen und Deutschland vor Chaos und Zusammenbruch zu bewahren. Ehrliche Aussprachen ohne jegliche Hintertür führten uns zusammen und werden unsere Reihen immer fester schließen. Gerade stehen für seine Gesinnung und für seine Taten sollte eigentlich immer unsere Art gewesen sein. In dem Gebäude der Antifa-Schule ist heute das Museum des Nationalkomitees Freies Deutschland und Bund der deutschen Offiziere untergebracht. 1943 war es das berühmte Gefangenenlager 27, ein Durchgangslager, wie der damalige Lagerleiter und heutige Museumsdirektor berichtet. Wir stehen unmittelbar an der Stelle, wo früher das Tor des Abschnitts 1 des Kriegsgefangenenlagers war. Hier entlang verlief der Zaun bis hinunter zum Fluss. Das einzig erhalten gebliebene Gebäude ist diese Badestube dort, die von den Kriegsgefangenen und dem Personal benutzt wurde. Das Lager war in unterschiedliche Ebenen unterteilt. In den Baracken am Fuße des Hügels befanden sich Kriegsgefangene niedrigerer Dienstgrade, ein wenig höher gelegen die Offiziersbaracken und ganz oben auf dem Hügel die Baracke der Generäle und das Haus von Paulus, der hier nach seiner Gefangennahme 2 Monate verbrachte, bis er Ende April 1943 verlegt wurde. In den Archiven des KGB, ob im Sonderarchiv oder im Archiv der Lubjanka, gibt es Fotos, Alben von den ca. 6000 Kriegsgefangenenlagern. Das Lager 27 in Krasnogorsk bei Moskau war ein Vorzeigelager. Hier fand die Gründung des Nationalkomitees Freies Deutschland im Juli 1943 statt. Die Belegung war zwar eng, aber im Vergleich zu anderen Lagern wurde hier für gute medizinische Betreuung gesorgt. Das Essen war gut, es gab eine Bibliothek, nicht nur mit den Werken von Marx, Engels, Lenin und Stalin. Hier fanden auch die Antifa-Lehrgänge statt, über Marxismus und Leninismus, aber auch zur Vorbereitung einer möglichen Rückkehr ins Nachkriegsdeutschland. Doch für viele gab es keine Rückkehr. In den jetzt wieder zugänglichen Unterlagen findet sich auch die Friedhofsakte von Krasnogorsk. Seit einigen Jahren nimmt man sich dieser Akten wieder an und so können die Namen der Toten den Gräbern zugeordnet werden. Sie geben auch Auskunft über 3 deutsche Generäle, die hier begraben sind. Generaloberst Hilpert, letzter Oberbefehlshaber der Heeresgruppe Kurland, 1947 zu 25 Jahren Arbeitslager verurteilt, starb noch im gleichen Jahr. Er war nicht der erste deutsche General, der in Kriegsgefangenschaft starb. Schon am 11. Februar 1944 wurde Walter K. Heitz Opfer der Haft. 99 Generäle sind nach offizieller Darstellung in der Sowjetunion verstorben, einschließlich der Erhängten und in Geheimverfahren Verurteilten und Erschossenen. Als im Sommer 1944 die Mittelfront zusammenbrach, kamen wieder Hunderttausende deutscher Soldaten in russische Gefangenschaft. Aus dem Kommentar eines russischen Dokumentarfilms: Sie haben ihre blutbesudelten, zitternden Hände erhoben. Das sind keine Soldaten eines gewöhnlichen Gegners, nicht die Offiziere und Generäle einer geschlagenen Armee, sondern Räuber und Betrüger, die die Gesetze der Menschheit missachtet haben. Allen voran marschiert der Henker General Erdmannsdorf. Die Soldaten Hitlers haben nun die Möglichkeit, Moskau zu besuchen. 77.600 gefangene Deutsche, die Reste der zerschlagenen Regimente, Divisionen und Armeekorps. Sie sind auf dem breiten Feld der Rennbahn der Hauptstadt. Hier halten Sie kurz Rast, von hier aus werden Sie durch Moskau und weiter in die Kriegsgefangenenlager geführt. Das ist nur ein Teil der Gefangenen, die von der Sowjetarmee bei Witebsk, Minsk und Bobruisk gemacht wurden.
Soldaten und Offiziere aller Waffengattungen, Berufssoldaten und Soldaten auf Zeit, die Hitler-Grenadiere. Und das sind ihre Befehlshaber, ihre Generäle. Generalleutnant Müller, der Oberbefehlshaber der 4. Deutschen Armee. Seine Truppen wurden bei Minsk eingekesselt. Am 7. Juni hat er das Ultimatum des sowjetischen Kommandos angenommen und den Befehl an seine Einheiten erteilt, die Waffen niederzulegen. Generalmajor Adolf Hammer, der Kommandant von Babruisk, ehemaliger Kommandant von Oryol, der Henker und Mörder. Dutzende, tausende sowjetischer Menschen wurden zu Opfern seiner Gräueltaten. Viele Orden hat General von Erdmannsdorf bei Hitler verdient. Er war Kommandant von Mogiljew. Bei Minsk hat sich Generaloberst Klamt unserer Armee ergeben. Er war Befehlshaber der 260. Heeresdivision und noch ein Held der Niederlage bei Minsk. Infanteriegeneral Helfers, der Befehlshaber des 27. Deutschen Armeekorps. Und das hier ist Generaloberst Engel, der Befehlshaber der 45. Heeresdivision. Er hat sich ein wenig weiter zum Westen ergeben, bei Wolokowysk. Generaloberst Schmidt leitete Ingenieurtruppen der 9. Deutschen Armee. Er baute die Verteidigungsanlagen, die bei der Offensive unserer sowjetischen Soldaten vernichtet wurden. Das ist Infanteriegeneral Görlitzer, der Befehlshaber des 63. Armeekorps. Insgesamt 19 deutsche Generäle. Aufstehen! Da sind sie, die Besiegten. Ein lebendiges Zeugnis unserer Siege. Stellt sie euch mit den Waffen in den Händen vor, hinter der Panzerung. Stellt sie euch vor, wie sie noch vor wenigen Tagen waren. Diese Kraft hat unsere Kraft geschlagen. Die Kraft der Roten Armee hat diese Regimenter, Divisionen und Korps der Hitlerarmee zerschlagen. Die Generäle kamen in das 300 Kilometer östlich von Moskau entfernte Lager Wojkowo, in einer idyllischen Landschaft gelegen. Zunächst wurden sie mit der Bahn von Moskau nach Iwanow gebracht. Dann ging es die letzten 50 bis 60 Kilometer zu Fuß oder auf Lastkraftwagen nach Wojkowo. An den einstigen Sommersitz eines Industriellen erinnert hier kaum noch etwas. Verfallen wie die Kirche vor dem herrschaftlichen Sitz sind heute auch die Häuser, vor allem das Wohnhaus des früheren Besitzers, das nach der Revolution 1917 als Heim für Eisenbahner diente, dann 1943 als Gefangenenlager für die Generäle eingerichtet wurde. Für einige wurde es zumindest zum Durchgangslager. Geleitet wurde es von einem russischen Kommandanten, der den Gefangenen mit Verständnis begegnete, Gottesdienste erlaubte, für eine gute medizinische Betreuung sorgte, eine gut ausgestattete Bibliothek einrichtete mit Literatur in mehreren Sprachen, ebenso einen Kinosaal für Kulturveranstaltungen. Er erlaubte den Gefangenen, sich im Park frei zu bewegen und im Gelände einen Garten anzulegen, der ihnen zur Nahrungsaufbesserung und Beschäftigung von großer Bedeutung war. Nach der Kapitulation war das Lager zeitweise überbelegt, als mehr als 100 Generäle aus den Festungen Posen, Danzig, Königsberg, Breslau, dem Kurlandkessel und Berlin ankamen. Darunter waren auch 30 von den Amerikanern ausgelieferte Generäle
und die mehr als 100 aus der sowjetischen Besatzungszone und Berlin nach Wojkowo deportierten pensionierten Generäle. Unsicherheit und Angst verbreitete sich ab Herbst 1945, als Generäle zur Vernehmung nach Moskau gebracht wurden und nicht mehr zurückkamen. Aus Rundfunkberichten und russischen Zeitungen erfuhren die Zurückgebliebenen von Kriegsverbrecherprozessen und öffentlichen Hinrichtungen. Das Attentat des 20. Juli 1944 in der Wolfschanze. Oberst Graf Schenk von Stauffenberg zündete um 12.42 Uhr in der Lagebesprechung eine Bombe. Hitler blieb fast unverletzt. Der erste Prozess vor dem Volksgerichtshof des 20. Juli fand am 7. und 8. August 1944 unter dem Vorsitzenden Freisler statt. Wochen nach der Tat verhandelt der Volksgerichtshof gegen 8 der aus dem Heere ausgestoßenen Verräter, die an dem Verbrechen des 20. Juli führend beteiligt waren. Erwin von Witzleben, Erich Höppner, Friedrich Karl Klausing, Paul von Hase, Helmut Stief, Albrecht von Hagen. 8 Angeklagte, darunter 4 Generäle, wurden zum Tode verurteilt und 2 Stunden später in Plötzensee hingerichtet. Nach den vernichtenden Niederlagen der deutschen Wehrmacht im Sommer und Herbst 1944 und nach dem missglückten Attentat des 20. Juli und der Rachejustiz des Volksgerichtshofes, dem 20 deutsche Generäle zum Opfer fallen, appellieren am 8. Dezember 1944 fast alle 50 in sowjetischer Gefangenschaft befindlichen Generäle, darunter auch Generalfeldmarschall Paulus und General von Seydlitz, an Volk und Wehrmacht den Krieg zu beenden und das nationalsozialistische System zu stürzen. In dem Aufruf heißt es: Nicht zum ersten Mal erheben deutsche Generäle, die ihre vaterländische Pflicht erkannt haben, ihre Stimme gegen Hitler und gegen die Fortsetzung des von Hitler verlorenen Krieges. Darum auf zur Tat. Hitler muss fallen, damit Deutschland lebe. Am 12. Januar 1945 begann die große Winteroffensive. Hitler befahl, dass Festungen den Vormarsch der Millionen sowjetischer Soldaten stoppen sollten. Aber am 22. Februar 1945 kapitulierte Posen. Generalmajor Matern geht in russische Gefangenschaft. Festungskommandant Generalmajor Gonell und viele andere Generäle entziehen sich der Gefangenschaft durch Freitod. Am 30. März wird Danzig von sowjetischen, aber auch polnischen Verbündeten besetzt. Die polnische Nationalhymne erklingt und die polnische Fahne wird gehisst. In Königsberg kapitulierte General Lasch am 9. April mit 30.000 Soldaten, Volkssturmmännern und HJ-Angehörigen und weiteren 4 Generälen. Hitler verurteilte ihn in Abwesenheit zum Tode. Seine Familie verfiel der Sippenhaft. Bis zum 6. Mai 1945 verteidigte sich Breslau. General Niehoff, der letzte Stadtkommandant, ging mit 40.000 Verteidigern in Gefangenschaft, während Gauleiter und Verteidigungskommissar Hanke entkam und seitdem verschollen blieb. Am 2. Mai 1945 übergab General Weidling, der letzte Stadtkommandant, Berlin an die Russen. Feldmarschall Zhukov und sein Stab besichtigten Berlin. Während General Weidling als Gefangener von seinen Truppen Abschied nahm, die den Weg in die sowjetische Gefangenschaft antraten. Er selbst wird mit weiteren 5 Generälen am 8. Mai nach Moskau gebracht. Erst am 10. Mai kapitulierte die Kurlandarmee und ging ungeschlagen in sowjetische Gefangenschaft.
Seit Herbst 1944 war ein Teil des Baltikums abgetrennt von den Verteidigungslinien, die schon bei Ostpreußen waren. Zur Kurlandarmee gehörten 42 Generäle der 18. und 16. Armee, 8.038 Offiziere und 181.000 Unteroffiziere und Mannschaften, wie 14.000 lettische Freiwillige und Angehörige der SS. Im Mai und Juni dürfen die Generäle in den Datschas des Strandes noch ein geruhsames Leben führen und Karten spielen. Aber Ende Juni werden sie in das Gefangenenlager von Wojkowo überführt. Sieben von diesen Generälen werden im Kriegsverbrecherprozess in Riga angeklagt, zum Tode verurteilt und am 3. Februar 1945 öffentlich gehängt. Bei den letzten Lagebesprechungen im Bunker der Reichskanzlei sind weder Göring, Dönitz noch Keitel und Jodl mehr anwesend. Der Verteidigungskommissar von Berlin, Gauleiter Goebbels, war noch im März bei Generaloberst Tschörner an der Ostfront. Der Führer, dessen Leben Tag und Nacht in ununterbrochener Arbeit und Sorge dem Schicksalskampf der deutschen Nation geweiht ist, besucht einen Divisionsgefechtsstand im Osten. Dem Führer werden die Offiziere des Stabes vorgestellt. Auch Hitler hatte die Ostfront im März zum letzten Mal besucht. Auch bei den Männern hat es sich schnell herumgesprochen. Der Führer ist da. Die freudige Begrüßung der Soldaten ist wie ein treues Gelöbnis aller Kämpfenden an den Mann, der Deutschlands und Europas Schicksal in den Händen hält und meistern wird. Nach der Kapitulation der deutschen Einheiten in Italien am 29. April unterzeichnen am 4. Mai Generaloberst Jodl und Großadmiral von Friedeburg bei Lüneburg die Kapitulation für Belgien, Holland und Nordwestdeutschland. Am 7. Juni die bedingungslose Kapitulation in Reims in Anwesenheit sowjetischer Beobachter. Stalin besteht aber darauf, dass die Kapitulation am 8. Mai in Berlin wiederholt wird. Aus Kiel trifft Feldmarschall Keitel an der Spitze der deutschen Delegation am 8. Mai in Berlin ein. Neben ihm Flieger General Stumpf und Admiral von Friedeburg. Vor der Fahrt nach Karlshorst werden ihnen die Unterlagen zur bedingungslosen Kapitulation überreicht. In Karlshorst müssen die Deutschen in einem Nebenhaus warten, bis die sowjetische Delegation unter Marschall Zhukov und die Beauftragten der westlichen Alliierten Platz genommen haben. Unter den Teilnehmern ist auch der sowjetische stellvertretende Außenminister Wischinski, Hauptankläger der Prozesse der 30er Jahre in der Sowjetunion. Doch dies ist die Stunde von Marschall Zhukov, dem Sieger von Berlin. Erneutes Warten der Deutschen im Nebenraum. Sie werden nur zur Unterzeichnung in den Hauptsaal gerufen. Ihr Auftritt wird kurz sein. Die Kapitulationsurkunde ist auf Englisch, Russisch und Deutsch abgefasst. Aber gültig ist nur die russische und die englische Fassung. Die Urkunde beginnt mit den Worten: Wir, die hier Unterzeichnenden, die wir im Auftrage des Oberkommandos der deutschen Wehrmacht handeln, übergeben hiermit bedingungslos dem Oberbefehlshaber der alliierten Expeditionsstreitkräfte und gleichzeitig dem Oberkommando der Roten Armee alle gegenwärtig unter deutschem Befehl stehenden Streitkräfte zu Lande, zu Wasser und in der Luft. Göring, am 23. April von Hitler zum Tode verurteilt, weil er Kapitulationsverhandlungen mit den Amerikanern angeleitet hatte, wird am 9. Mai von den Amerikanern verhaftet. Die Mitglieder der amtierenden Reichsregierung mit Großadmiral Dönitz, von Hitler am 30. April zu seinem Nachfolger ernannt, Generaloberst Jodl und Speer, werden am 23. Mai in Schleswig-Holstein auf Drängen der Sowjetunion inhaftiert und im Herbst in Nürnberg angeklagt.
Die offizielle Siegesfeier der Sowjets fand erst im Juni 1945 auf dem Roten Platz in Moskau in Anwesenheit von Stalin und Beria statt. Im Mai verkündeten Böllerschüsse und Feuerwerk den Sieg. Zu dieser Zeit saßen viele Generäle in den Gefängnissen von Moskau, in der Lubjanka, der Butyrka und in Lefortowo. In diesen Tagen sahen sie sich in den Zellen zum letzten Mal, dann verlieren sich die Spuren. Was mit ihnen nach ihrer Gefangennahme geschah, wo sie inhaftiert waren, welche Prozesse ihnen gemacht wurden, ob sie in der Haft starben oder hingerichtet wurden, blieb Jahrzehnte ein Geheimnis. In der Lubjanka, dem Sitz des KGB, befindet sich das größte Archiv der Welt mit Personal- und Prozessakten, auch von deutschen Kriegsgefangenen und Deportierten. Doch dieses Archiv ist bis heute der Öffentlichkeit nicht zugänglich. Das Sonderarchiv des KGB, seit Anfang der 90er Jahre geöffnet, enthält die Akten von 6000 deutschen Kriegsgefangenenlagern und die Personalakten von 3 Millionen Kriegsgefangenen und Deportierten. Darunter die Akte des letzten Stadtkommandanten von Berlin, Helmut Weidling, die Akte 662 mit seinem Soldbuch. Die Akten von den fast 170.000 Inhaftierten der Sonderlager, der 43.000 Todesfälle wie auch die Prozess- und Hinrichtungsunterlagen von 756 Verurteilten sind erhalten geblieben. Von jedem der 500 deutschen Generäle in sowjetischer Kriegsgefangenschaft gibt es Prozess- und Personalakten. Aber nicht nur diese Akten sind in diesen Räumen archiviert, sondern auch die der Zarenfamilie, der provisorischen Regierung vom Februar bis Oktober 1917, der Oktoberrevolution und sogar Privatarchive vergangener Jahrhunderte. Die Geheimberichte des NKWD über die deutschen Kriegsgefangenen und umfangreiche Abhörprotokolle wie auch Spitzelberichte sind nach wie vor nicht zugänglich. Auch die Privatarchive von Lenin und Stalin sind noch unter Verschluss. Die Bestände dieses Archivs sind in unzähligen Depots in verschiedenen Städten der ehemaligen Sowjetunion verteilt. Im größten Filmarchiv Russlands in Krasnogorsk befinden sich Kriegswochenschauen und erbeutete deutsche Filme. Zum ersten Mal darf jetzt Ausgangsmaterial des Kampfes um Berlin gezeigt werden, so zum Beispiel der Ausschnitt des Verhörs von General Weidling in der ersten Fassung des russischen Films. Hitler рассчитывал, что немецкая 9-я армия, действующая в районе юго-восточнее Берлина, и армия, действующая против союзников юго-западнее Берлина, при поддержке танковой армии окружат и разобьют советские войска. Он сидел совершенно раздавленный в своем кресле. Его руки свисали вот так над картой. Он говорил тихим, еле слышным голосом, временами запинаясь. Это был конченый человек. Zu sehen ist auch eine Szene mit Admiral Voss, dem Verbindungsmann der Marine im Führerhauptquartier. Er wird zur Identifizierung der Leichen von Goebbels, seiner Frau und den 6 Kindern in die Reichskanzlei gebracht. 1950 verurteilt, stirbt er 1954 im Gefängnis von Wladimir. Die Sowjets filmten das Gefängnis Plötzensee. Hier wurden noch am 24. April 1945 Todesurteile vollstreckt. Schon die 20 deutschen Generäle, darunter Generalfeldmarschall von Witzleben und die Männer, die am 20. Juli 1944 das Attentat auf Hitler gewagt hatten, wurden hier aufgehängt. Die verurteilten Frauen wurden geköpft. Propagandaaufnahmen und gestellte Szenen können jetzt gezeigt werden.
so wurde eine Art Stadtrundfahrt durch das zerstörte Berlin mit den im Lager Strausberg gefangenen deutschen Generälen gefilmt. Warum man sie durch die Stadt fuhr und ausführlich filmte, ist nicht bekannt. Man hatte die Generäle in ihren Uniformen mit allen Auszeichnungen und Rangabzeichen auf Lastwagen geladen, nach Berlin gebracht und ihnen gesagt, sie sollten die Leichen in der Reichskanzlei identifizieren. In Wirklichkeit aber wurden sie für eine gestellte Aufnahme gebraucht. Als die Generäle den Führerbunker verließen, wurden sie von zahlreichen Kameraleuten gefilmt. Diese Szene wurde als Kapitulation der deutschen Generalität für den sowjetischen Film »Kampf um Berlin« verwendet, der im Juni in Moskau und im Juli in Berlin uraufgeführt wurde. Die Generäle, darunter Helmut Weidling, wurden nach Moskau gebracht. Nur durch Heimkehrer gelangten Informationen über ihr Schicksal an den Suchdienst des Roten Kreuzes. Es geht hier um Weidling Helmut Ludwig, geboren am 2.11.1991. Und da sind also eine ganze Menge von Karteikarten vorhanden. Sehr viel genauer sind die Angaben auf den Karteikarten im Sonderarchiv des KGB. Die Karteikarte des Generals Weidling. Weidling Helmut, geboren 1891, wohnhaft in Berlin. General der Artillerie, Kommandant der Stadt Berlin. Archiv Nummer 662. Vom Moskauer Militärtribunal am 27. Februar 1952 zu 25 Jahren Haft verurteilt. Am 17. November 1955 verstorben. Todesursache: Arterio- und Kardiosklerose, Hypertonie, Kreislaufkollaps. Die Akten der 3 Millionen Deutschen geben auch Auskunft über die 300.000 Verstorbenen, die bis 1956 auf 6.000 Friedhöfen beigesetzt wurden. Auch die Akte von General Weidling, die Akte 662. Der stellvertretende Direktor des Sonderarchivs des KGB berichtet. Vor Ihnen befindet sich die Personalakte des Generals Weidling, welcher die Verteidigung von Berlin leitete. Es wurden zwei Arten von Dokumenten angelegt, zum einen die Prozessakte, zum anderen die Personalakte des Gefangenen. Soweit mir bekannt ist, befindet sich die Prozessakte im Archiv des Ministeriums für Staatssicherheit. Sowohl in den Registrierungs- als auch in den Personalakten der Verhafteten sind manchmal Fotos zu finden. In vorliegendem Fall sind Fotos von General Weidling vorhanden, die unmittelbar nach der Verhaftung angefertigt wurden. Ebenfalls hier zu finden ist die Sterbeurkunde, in der als Todesursache Herzversagen als Folge von Arteriosklerose, Hypertonie etc. aufgeführt ist. In der Lubjanka wird erstmals Einsicht in die Prozessakten von Helmut Weidling gewährt. Der stellvertretende Direktor des Lubjanka-Archivs. Nun, das ist die Untersuchungsakte des angeklagten General Weidling. Sie wird im Archiv des Ministeriums für Staatssicherheit aufbewahrt und umfasst zwei Bände. Die vorliegende Akte, das Material bezeugt, dass General Weidling am 2. Mai 1945 festgenommen wurde. Im August 1951 wurde von den sowjetischen Behörden ein Haftbefehl ausgestellt, der von der Leitung des Ministeriums für Staatssicherheit unterschrieben und vom Militärstaatsanwalt der sowjetischen Armee genehmigt ist. In diesem Bogen befinden sich der Fingerabdruck und die persönliche Unterschrift des Generals. Und auch eine Eintragung darüber, dass er im Gefängnis Butyrka inhaftiert war. Hier haben wir ein Foto des Häftlings Weidling. Das ist wahrscheinlich das letzte Foto, das vom General gemacht wurde. Im zweiten Band dieser Untersuchungsakte sind Dokumente enthalten, die sich auf die Ermittlungen beziehen. Hier befindet sich unter anderem das wichtigste Belastungsmaterial. Außer Zeugenaussagen sind hier Unterlagen über Gräueltaten, die während der Okkupation auf dem Territorium der Sowjetunion begangen wurden, aufgeführt. Hier befinden sich auch Unterlagen der Gerichtsverhandlung,
welche am 27. Februar 1952 vor dem Militärgericht in Moskau stattfand. Hier ist das Urteil des Gerichts vom 27. Februar 1952. Dem Urteil zufolge wurde Weitling für schuldig befunden und mit 25 Jahren Freiheitsentzug bestraft. Unter den in dieser Akte aufgeführten Dokumenten findet sich auch die von Weitling an das Gericht adressierte Beschwerde, in der er das Strafmaß, das heißt das Urteil, anficht und die über ihn verhängte Freiheitsstrafe als zu hoch angesetzt einstuft. Nun, seine Beschwerde wurde vom obersten Gerichtshof der UdSSR abgewiesen. Hier in den Unterlagen der Akte ist die Mitteilung zu finden, dass Weitling am 17. November 1955 im Gefängnis von Wladimir verstarb. Aus den Kriegsgefangenenlagern wurden die Generäle nach Moskau in die Gefängnisse der Lubjanka, Butyrka und Lefortowo gebracht. Sie verbrachten die meiste Zeit in Einzelzellen, bis sie angeklagt und in Schnellverfahren abgeurteilt wurden. Als Verurteilte verloren sie ihre wenigen Privilegien und wurden auf die Gefängnisse der Sowjetunion verteilt, wo viele von ihnen starben und auf Gefangenenfriedhöfen beigesetzt wurden. Die letzten mehr als 200 Generäle kehrten 1955/56 in ihre Heimat zurück. Das Gefängnis in Wladimir, einer altrussischen Stadt östlich von Moskau, blieb erhalten. Es war die letzte Station für viele der vom Moskauer Militärgericht Verurteilten. In diesem Gefängnis waren in den 50er Jahren Vertreter der Hitler-Generalität inhaftiert. Unter ihnen befanden sich Vizeadmiral Hans-Erich Voss, der Chef von Hitlers Leibwache Rathenhuber und der Sohn des Feldmarschalls Keitel. Vom 11. Dezember 1953 an gehörte zu den Inhaftierten auch Helmut Weitling, geboren 1891. Die Gefängnisunterlagen, die Akten der angeblichen Kriegsverbrecher, geben Auskunft über Lebensbedingungen und Gesundheitszustand der Inhaftierten. Auf Antrag an die Gefängnisverwaltung durfte General Weitling seinen goldenen Ehering für 147 Rubel verkaufen, später seine goldene Zahnblombe und seine Uhr, um Lebensmittel, Tabak und ein russisches Wörterbuch kaufen zu können. 1954 erfuhr er die Adresse seiner Frau und erhielt die Nachricht, dass sein Sohn im Osten gefallen sei. Er bekam fortan Pakete mit Lebensmitteln und Kleidungsstücken, die ihm sein Leben in den beiden letzten Jahren erleichterten. Der Gefängnisdirektor urteilte über ihn, Weitling habe kein Interesse an der Politik und wolle in Ruhe sterben. Im September 1955 wurde er ins Krankenhaus des Gefängnisses verlegt, wo er am 17. November 1955 verstarb. Er wurde von den Wärtern auf dem Gefängnisfriedhof zu Grabe getragen, wo 1954 schon Generalfeldmarschall von Kleist und Admiral Voss beerdigt worden waren. Nur eine Nummer an einem Baum gibt Auskunft von seinem Grabe. An acht Orten fanden Kriegsverbrecherprozesse der ersten Prozesswelle von 1945 bis 1946 statt. Zu deren juristischen Grundlagen äußert sich Nikita Petrov. Am 19. April 1943 wurde der Ukas des Präsidiums des Obersten Sowjets der UdSSR über die Bestrafung von faschistischen Übeltätern erlassen. Zur selben Zeit wurden Kommissionen ins Leben gerufen,
die die Verbrechen der deutsch-faschistischen Okkupanten, so wurden sie offiziell bezeichnet, untersuchen sollten. Diese Kommissionen waren an verschiedenen Orten eingesetzt und bestanden aus Experten, die in den befreiten Gebieten Zeugen in der Bevölkerung vernahmen und Berichte erstellten, um somit die Ergreifung schuldiger Personen durchzuführen. Einer der 8 Kriegsverbrecherprozesse. Kiew, 17. Januar 1946. Angeklagt 14 Personen, darunter die deutschen Generäle Generalleutnant Karl Burkhardt, Generalleutnant Paul Scheer, Generalmajor Hans Eckert von Schammer und Osten. Sie erklären sich zum Teil für schuldig. Der Vorsitzende Richter Sitenko. Ich erkläre die Sitzung des Militärtribunals vom Kiewer Bezirk für eröffnet. Angeklagt sind Scheer, Burkhardt, von Schammer Osten, Heinisch, Isenmann, Meyer, Lauer, Drachenfels, Walliser, Knoll, Schadel, Jorkschat, Beckenhof, Hellerfort und Truckenbrot. Bekennen Sie sich als schuldig? Jawohl, ich bekenne mich als schuldig. Ich bekenne mich als schuldig in den 5 Punkten, die ich dir zum Protokoll gegeben habe. Ich bekenne mich schuldig bis auf einen Punkt. Ein russischer Zeuge beschuldigt von Schammer und Osten, an Verbrechen teilgenommen zu haben. Der General widerspricht. Das erste Mal hat sie der Zeuge gesehen, im November, in Novomoskow. Gleichzeitig trat der General von Schammer mit 2 Offizieren heraus, unterhielt sich mit ihnen und stand auch dort. Dann wurde er das zweite Mal von dem Zeugen gesehen bei den Erschießungen der Juden. Ob er mich tatsächlich wiedererkennt als den General von Schauer, der auf dem Marktplatz gewesen ist, der im Rathaus gewesen ist, der bei den Judenerschießungen gewesen ist, ob er mich einwandfrei wiedererkennt. Am 28. Januar 1946 ist die Urteilsverkündung. 12 Angeklagte werden zum Tode verurteilt, darunter die 3 deutschen Generäle. Eine persönliche Schuld musste nicht nachgewiesen werden. Einen Tag später wurde das Urteil vollstreckt. Die 12 Angeklagten wurden öffentlich auf dem Marktplatz von Kiew gehängt. 19 der insgesamt 87 Hingerichteten dieser ersten Prozesswelle waren Generäle. Riga, die Hauptstadt Lettlands. Im Hitler-Stalin-Pakt, dem sowjetischen Einflussbereich zugesprochen, von der Sowjetunion 1940 annektiert, von den Deutschen im Juli 1941 besetzt. Von der Einsatzgruppe A wurden in Lettland 100.000 zum Teil aus Deutschland deportierte Juden ermordet. Angeklagt sind in Riga 6 Wehrmachtsgeneräle, ein SS-Obergruppenführer und der Gebietskommissar von Tallinn. Mit dem Hinweis auf die Verbrechen der Deutschen wollen die Sowjets ihre eigenen Untaten vergessen machen, etwa dass sie nach der Okkupation des Baltikums 1940 in einer einzigen Nacht 60.000 Letten, Esten und Litauer, die den Kommunisten missliebig waren, verhafteten und deportierten. Als Zeugen lässt die Anklage auch in diesem Prozess Geistliche aussagen, die als moralische Instanz die Verbrechen der Deutschen brandmarken sollen. Ein junges Mädchen schildert die Misshandlung seiner Angehörigen durch die Deutschen. Am 3. Februar 1946 wurden alle Angeklagten zum Tode durch den Strang verurteilt. Unmittelbar im Anschluss an die Urteilsverkündung erfolgt die Hinrichtung vor Zehntausenden von Menschen. Neben den öffentlichen Prozessen gab es geheime Verurteilungen. Die Akte 171 des Generalleutnant Gerhard Pöhl. Das Urteil vom 2. November 1946 des Militärgerichtes der Garnison Ivanovo des Moskauer Militärbezirks. Pöhl Gerhard wird gemäß des Artikel 1 des UKs des Präsidiums des Obersten Sowjets vom 19. April 1943 zum Tode durch Erschießen verurteilt. Sein Vermögen wird eingezogen. Generaladmiral Alfred Saalwächter, seit September 1942 pensioniert, wurde am 21. Juni 1945 in Berlin-Charlottenburg verhaftet und am 17. Oktober 1945 zum Tode durch Erschießen verurteilt. Grund der Verurteilung? Beteiligung an Angriffskriegen als Oberbefehlshaber der Marine bei der Besetzung von Dänemark und Norwegen.
Mit seinem Gnadengesuch bat er im Interesse seiner Familie um ein milderes Urteil als die Todesstrafe, da er während seiner Dienstzeit im Kriege nur den Befehlen seiner Vorgesetzten Folge leistete, gemäß seines Eides. Die Hinrichtung fand Anfang Dezember 1945 in Berlin-Lichtenberg statt. Die führenden deutschen Generäle werden mit dem Flugzeug nach England gebracht, darunter mehrere Feldmarschälle, auch Gerd von Rundstedt. Sie werden dort Ausarbeitungen für die englische und amerikanische Armee schreiben und als Zeugen für den deutschen Generalstab im Nürnberger Hauptkriegsverbrecherprozess auftreten. Aber die Amerikaner liefern auch fast 50 Generäle, die gegen die Sowjetunion gekämpft hatten, 1945-46 an die Sowjetunion aus. Die Generäle, die in Deutschland im Generalslager in Kassel noch 1946 inhaftiert waren, wussten noch nicht, ob sie zur Rechenschaft gezogen und angeklagt werden würden. Das Leben im Lager war eintönig. Die einstigen Kriegsherren beschäftigten sich nun mit so profanen Dingen wie Schnitzen, Sockenstopfen und Wäschewaschen. Die meisten wurden bald entlassen. Doch es gab Ausnahmen, wie der Fall Dostler zeigt. Die Amerikaner klagten General Dostler an, 15 amerikanische Soldaten eines Kommandounternehmens 1944 hingerichtet zu haben, gemäß eines Führerbefehls. Das Urteil lautete: auf die Einzelheiten und in Bezug auf die Anklage. Ja. Anfang Dezember wird er in Aversa, Italien, standrechtlich erschossen. Er ist der einzige General, der von den westlichen Alliierten zum Tode verurteilt und auch hingerichtet wurde. Am 15. Juni 1944 beschlossen die schwedische Regierung und das Parlament, eine Forderung der Sowjetunion zu akzeptieren, deutsche Wehrmachtsangehörige, aber auch Balten und Österreicher an die Sowjetunion auszuliefern. Ende 1945, Anfang 1946 werden 2700 ehemalige Wehrmachtsangehörige den Sowjets übergeben, darunter auch Generalleutnant Angelo Müller. In seiner Personalakte mit der Nummer 363 findet sich auch folgendes Dokument. Im August 1955 bittet seine Frau Else Müller um Begnadigung und Entlassung ihres Mannes. Dem Gesuch wurde stattgegeben. Generalmajor Ernst Karl Mattern, Festungskommandant von Posen, wird, wie seiner Akte 185 aussagt, 1946 von der Sowjetunion an Polen zusammen mit 10 weiteren deutschen Kriegsgefangenen übergeben. Denn sie begangen ihre Verbrechen auf polnischem Gebiet. Ein polnischer Empfangsschein in russischer Sprache bestätigt dies. Mattern wurde dort zu einer Haftstrafe verurteilt, aber nach wenigen Jahren amnestiert. Gemäß einer Absprache, die Todesstrafen ausschloss, lieferte auch die amerikanische Besatzungsmacht 1947 auf dem Flughafen in Frankfurt angebliche Kriegsverbrecher an Polen aus. Die Sowjetunion hingegen lieferte deutsche Generäle an die Tschechoslowakei, Polen und Jugoslawien ohne eine derartige Zusicherung aus. Generalfeldmarschall Ferdinand Schörner. Er wurde laut seiner Akte im Mai 1945 von den Amerikanern an die UdSSR ausgeliefert, 1950 zu 25 Jahren verurteilt und 1954 amnestiert. Eine deutsche Wochenschau über einen Kriegsverbrecherprozess. In Prag wurde Karl Hermann Frank, ehemaliger SS-Polizeichef und Staatsminister für Böhmen und Mähren, von einem tschechischen Volksgerichtshof zum Tode durch den Strang verurteilt. Nicht nur in der Tschechoslowakei, sondern auch in Polen, Jugoslawien, sogar in Griechenland fanden Kriegsverbrecherprozesse statt, die sehr oft mit Todesurteilen endeten. Dazu zählen die Vernichtung des Ortes Lidice und der Massenmord seiner Bevölkerung. Dies sind die letzten Aufnahmen von der Verhandlung gegen Frank. 3 Stunden nach dem Richtspruch wurde das Urteil vollstreckt. Am 20. November 1945 werden Reichsmarschall Göring und Generalfeldmarschall Keitel, Generaloberst Jodl und die zwei Großadmiräle Rheder und Dönitz in Nürnberg angeklagt. Sie bekennen sich für nicht schuldig. Ich bekenne mich nicht schuldig.
was ich getan habe oder tun musste, kann ich reinen Gewissens vor Gott, vor der Geschichte und vor meinem Volke verantworten. Der Überraschungszeuge der Sowjetunion, Generalfeldmarschall Paulus, über die Verantwortlichen des Überfalls vom 22. Juli 1941. Die ersten militärischen Berater Hitlers, das ist der Chef des Oberkommandos der Wehrmacht Keitel, der Chef des Wehrmachtsführungsamtes Jodl und Göring in seiner Eigenschaft als Reichsmarschall. Die Anwälte der Angeklagten stellen Fragen. Bei Ihrer gestrigen Aussage einmal erwähnt, dass Sie als die Schuldigen an diesem Krieg auch die Hitler-Regierung betrachten. Stimmt das? Ja, das habe ich. In Ihrer schriftlichen Aussage, die Sie unter dem 9. Januar 1946, zwar wie es heißt in einem Kriegsgefangenenlager, abgegeben haben, steht davon nichts. Im Mai. Der zweite Zeuge der Sowjetunion, General Buschenhagen, über die Zusammenarbeit mit Finnland. Traf ich, das war die zweite Begegnung, den finnischen Generalstabschef Heinrichs, der in das Führerhauptquartier eingeladen war, in Brandenburg, und flog mit ihm zusammen nach München, wo ich mit ihm und seinem Abteilungschef der Operationsabteilung des finnischen Generalstabs, Oberst Tapola, eine Besprechung zur Vorbereitung der dann kommenden Besprechung in Salzburg hatte. Herr Großadmiral, ich habe Ihnen... Der Anwalt fragt Rehder nach einer Rede Hitlers zum Ausbruch des Zweiten Weltkrieges. Die Rede in der Fassung von Böhm vorlegen lassen. Ich erinnere mich ganz besonders, dass Hitler einen großen Teil in seiner Ausführungen dem Punkte widmete, dass England und Frankreich nicht eingreifen würden und aus welchen Gründen sie nicht eingreifen würden. Großadmiral Dönitz über den Führerbefehl vom 18. Oktober 1942. Das kann ich nicht sagen, weil ich diesen Kommandobefehl nicht herausgegeben habe. Generalfeldmarschall Keitel. Ich war Soldat, ich kann sagen, aus Neigung und aus Überzeugung. Generaloberst Jodl über die Kriegsvorbereitungen. Weisungen für die Vorbereitungen nach dieser Zeit, die liegen dem Gericht ja schriftlich vor. Damit ist ja bewiesen, was wir damals vorbereitet und ausgearbeitet haben. Generalfeldmarschall von Manstein. Der Kommissarbefehl betraf ja letzten Endes nur die Beseitigung von Elementen, die, sagen wir mal, auf der Sowjetseite den Krieg über das Militärische hinaus zum Weltanschaulichen steigern sollten und den Kampf, sagen wir mal, bis aufs Messer bei ihrer Truppe durchsetzen sollten. Gerd von Rundstedt. Wie alle Angeklagten und Zeugen wird Generalfeldmarschall von Rundstedt vereidigt. Ich schwöre bei Gott, the Almighty and Omniscient, dem Allmächtigen und Allwissenden, that I will speak the pure truth, dass ich die reine Wahrheit sagen and will withhold and add nothing, nicht verschweigen und hinzusetzen werde. So wahr mir Gott helfe. Die beiden Aussagen führten zum Freispruch des Generalstabes. Das Schlusswort Keitels. Ich habe geirrt und war nicht imstande zu verhindern, was hätte verhindert werden müssen. Das ist meine Schuld. Es ist tragisch, einsehen zu müssen, dass das Beste, was ich als Soldat zu geben hatte, Gehorsam und Treue, für nicht erkennbare Absichten ausgenutzt wurde. Und dass ich nicht sah, dass auch der soldatischen Pflichterfüllung eine Grenze gesetzt ist. Das ist mein Schicksal. Möge aus der klaren Erkenntnis der Ursachen, der unheilvollen Methoden
und der schrecklichen Folgen dieses Kriegsgeschehens für das deutsche Volk die Hoffnung erwachsen auf eine neue Zukunft in der Gemeinschaft der Völker. Über die Koordination der Kriegsverbrecherprozesse in der Sowjetunion und Nürnberg meint der Historiker: Nun, Stalin war ein großer Regisseur. Er tat niemals etwas, was ohne Folgen blieb. Als dieses riesige und gerechte, sagen wir, Spektakel in Nürnberg, also die Gerichtsverhandlung gegen die Kriegsverbrecher, und ich denke, dass es auch heute noch nach so vielen Jahren gerecht ist, dass dieser Akt der Vergeltung richtig war, als die Alliierten zumindest in dieser Frage noch Einigkeit demonstrierten. Er, Stalin, war davon überzeugt, dass die Kriegsverbrecherprozesse in der Sowjetunion dem Nürnberger Prozess neue Fakten, Berichte über Gräueltaten, Argumente und Erläuterungen liefern würden. Nicht zuletzt war Stalin ein nachtragender Mensch. Andrei Wyschinski ist als stellvertretender Außenminister auch verantwortlich für die erste und zweite Prozesswelle in der Sowjetunion. Um die Verurteilung aller Angeklagten und auch des Generalstabes zu erreichen, kommt er zur Unterstützung des Hauptanklägers Rudenko nach Nürnberg. Soldaten der Vlasov-Armee gerieten 1945 in der Tschechoslowakei und in Bayern in amerikanische Gefangenschaft. Als sie 1946 an die Sowjetunion ausgeliefert wurden, begingen viele Selbstmord. Im August fand ein Geheimprozess gegen Generalleutnant Vlasov und sechs seiner Generäle in Moskau statt. Vlasov wurde als Führer einer antisowjetischen Befreiungsarmee, bestehend aus russischen Kriegsgefangenen und Freiwilligen, des Landesverrates angeklagt, verurteilt und gehängt. Ein ähnliches Schicksal erlitten die Kosaken. Darüber berichtet der Archivar des Lubjanka-Archivs Schischkin. Die Weißkosaken haben gegen die Sowjetmacht schon während des Bürgerkrieges gekämpft. Die Generäle Krasnov, Churo, Sultan Gere, auch ein General der Weißgarde, zusammen mit dem deutschen Staatsbürger General von Panwitz, wurden verhaftet und anschließend vom sowjetischen Gericht verurteilt. Am 16.01.1947 wurden sie vom Militärtribunal des sowjetischen Gerichts zum Tode verurteilt. Der Direktor des Föderationsarchivs über die 11 Speziallager der sowjetischen Besatzungszone. Das ist ein Album des Speziallagers 7, das in Sachsenhausen eingerichtet war. Dieses Album wurde vom NKWD zusammengestellt. Das Speziallager 7 Sachsenhausen hatte gesonderte Baracken für deutsche Offiziere, Mitglieder der Vlasov-Armee und für Frauen. Sachsenhausen war eines der 11 Speziallager, die von der Sowjetunion im Sommer 1945 errichtet wurden. 158.000 Deutsche waren in diesen Lagern inhaftiert. 43.000 starben an Unterernährung und Epidemien. 756 wurden in geheimen Verfahren zum Tode verurteilt und standrechtlich erschossen, darunter Angehörige der HJ, der Wehrwölfe und sehr viele Unschuldige. Die letzten drei Lager, Buchenwald, Sachsenhausen und Bautzen, wurden 1950 aufgelöst. Eine amerikanische Luftaufnahme vom Lager 1945. Im Speziallager 2, Buchenwald, im April 1945 von den Amerikanern befreit, wurden schon im August Tausende von Häftlingen interniert. In Buchenwald gibt es auch Todesbücher. Namen, Geburtsdaten, Einlieferung und Tod sind akribisch erfasst. Streng geheim wurde ein Befehl der Sowjets von 1946 für Inhaftierte in der sowjetischen Besatzungszone gehalten. 27.500 Deutsche aus den Gefängnissen und Speziallagern sollten als Ersatz für kranke und arbeitsunfähige Kriegsgefangene und Internierte nach Russland gebracht werden. Aber in den 11 Speziallagern mit 170.000 Insassen gab es nicht so viele arbeitsfähige Häftlinge. So konnte das geforderte Soll nicht erfüllt werden. Dafür wurden fast 100 pensionierte deutsche Generäle,
die 1945-46 verhaftet wurden, nach Workuta gebracht. Wie ein Beispiel zeigt. Generalleutnant Klutmann, 1876 in Berlin geboren, während des Zweiten Weltkrieges pensioniert, am 14. September 1945 in Weimar verhaftet, wurde vom Speziallager 2 Buchenwald am 21.12.1946 in das Lager 69 und anschließend in das Lager 27 in Krasnogorsk überstellt. Am 20. September 1949 wurde er, ohne verurteilt worden zu sein, in die sowjetische Besatzungszone entlassen. Andere Häftlinge jedoch kamen zum Beispiel nach Workuta und blieben dort jahrelang. Im Lagerkomplex Workuta im Nordpolarkreis, fast 3000 Kilometer von Berlin entfernt, lebten seit den 30er Jahren Hunderttausende von Verurteilten und Häftlingen aller Nationen, die zum Abbau der Kohle eingesetzt wurden. Auch aus der sowjetischen Besatzungszone wurden Häftlinge nach Workuta gebracht, wo sie vielen Kriegsgefangenen und pensionierten Generälen begegneten. Die Verurteilten der zweiten Prozesswelle vom Oktober bis Dezember 1947 kamen in eine Sonderbaracke. Mehr als die Hälfte der nach Workuta deportierten Generäle starben hier und wurden auf den Friedhöfen 1 und 2 verscharrt. Auf dem Friedhof mit dem Namen Berlin wurde später eine Straße gebaut. Von der zweiten Prozesswelle, die im Oktober 1947 begann, berichtet der Sachverständige des Memorial Nikita Petrov. Für die zweite Prozesswelle wurde eine als Verordnung des Ministerrates formulierte Weisung Stalins erlassen. Gleichzeitig erließ man einen Beschluss, der die Abhaltung von geschlossenen Gerichtsverhandlungen vorsah. Man traf eine Auswahl, infolge derer einige Soldaten, Offiziere und Generäle in öffentlichen Prozessen abgeurteilt werden sollten und andere wiederum nicht. In den neuen öffentlichen Verhandlungen der zweiten Prozesswelle in der Sowjetunion vom Oktober bis Dezember 1947 wurden 147 Personen, darunter 23 Generäle, angeklagt. Sie alle wurden zu 25 Jahren Arbeitslager verurteilt. Die einzige gefilmte Verhandlung der zweiten Prozesswelle im Oktober 1947 in Babruisk. Unter den 21 Angeklagten, die in den Saal geführt werden, sind 2 Generalleutnants und 2 Generalmajore. Das Militärgericht besteht aus 4 Richtern, unter ihnen ein General. General Traut sowie General Ochsner werden zu je 25 Jahren Arbeitslager verurteilt. Im Prozess Sewastopol vom 12. November 1947 wurden 18 Wehrmachtsangehörige und 3 Generäle angeklagt und verurteilt. Neben diesen öffentlichen Prozessen gab es auch zahlreiche Geheimprozesse. Dazu Professor Wladimir Galitzki. Die geheimen Prozesse wurden von Militärgerichten durchgeführt. Verteidiger waren dabei nicht zugegen. Das heißt, der Angeklagte war auf sich selbst gestellt. Die Prozesse dauerten gewöhnlich einen Tag. Das schon vorbereitete Material wurde dem Militärgericht vorgelegt, welches dann das Urteil fällte. Es wurden insgesamt 548 Angeklagte auf diese Weise verurteilt. Mir ist ein Geheimprozess bekannt, in welchem gegen einen General verhandelt wurde. Das war der Prozess gegen General bzw. Generalmajor Oskar Ritter von Niedermayr, welcher während des Krieges die 162. turkestanische Infanteriedivision befehligt hatte.
Bevor noch der Krieg beendet war, begab er sich zuerst in das amerikanische Besatzungsgebiet, wo man ihm zu bleiben vorschlug. Jedoch entschloss er sich, in die sowjetische Zone zu wechseln, wo er bald darauf verhaftet und nach Moskau gebracht wurde. Doch er wurde auf der Grundlage einer besonderen Verfügung des Ministeriums für Staatssicherheit vor Gericht gestellt und zu 25 Jahren Haft im Gefängnis Wladimir verurteilt. Er starb an Tuberkulose. Auch in der amerikanischen Besatzungszone wurden Generäle zur Rechenschaft gezogen. Im 7. Nürnberger Nachfolgeprozess wurde gegen 10 Südostgeneräle vom 13. Mai 1947 bis zum 19. Februar 1948 verhandelt. Die Anklagepunkte: Angriffskrieg und Kriegsverbrechen in Jugoslawien. Im 12. und letzten Nürnberger Nachfolgeprozess wurden Mitglieder des Oberkommandos der Wehrmacht angeklagt und am 27. Oktober 1948 verurteilt. Die meisten von ihnen amnestierte man bald auf Drängen der Bundesregierung. Generalfeldmarschall von Manstein wird im letzten Kriegsverbrecherprozess der Bundesrepublik 1951 in Hamburg zu 15 Jahren Haft verurteilt. In den Jahren 1945 bis 1950 wurden mehr als 2 Millionen Deutsche aus sowjetischer Gefangenschaft entlassen. Sind sie in ihrer Haftzeit von der kommunistischen Ideologie beeinflusst worden? Leonid Raschin. Infolge entsprechender Arbeit begannen einige, sich mit der kommunistischen Idee auseinanderzusetzen. Manche aufrichtig, manche eher zufällig. Den Dokumenten nachzuurteilen, glaubte nur ein verschwindend geringer Teil der Generäle aufrichtig an die kommunistische Idee. Und nur wenige wurden daher Mitglieder der KPD. Soweit mir bekannt ist, wurden insgesamt nur 3 oder 4 Generäle Kommunisten. Unter ihnen Vinzenz Müller. Er war am Aufbau der kasernierten Volkspolizei der späteren DDR maßgeblich beteiligt. Generalfeldmarschall Ewald von Kleist wurde von England an Jugoslawien ausgeliefert. Dazu der Direktor des KGB-Archivs in der Lubjanka, Wladimir Winogradow. In unserem Archiv befindet sich eine große Anzahl Untersuchungsakten, die von den Organen der militärischen Abwehr von 1943 an bis zum Beginn der 50er Jahre angelegt wurden. Vor uns liegt die Untersuchungsakte Kleist-Ewald, die von der Ermittlungsabteilung des Ministeriums für Staatssicherheit der UdSSR angelegt wurde. Hier haben wir ein Foto von Ewald von Kleist, das entweder im Gefängnis Lubjanka oder Lefortowo gemacht wurde. Interessanterweise sind hier die Unterlagen des Obersten Militärgerichtshofes von Serbien enthalten, der 1948 gegen Kleist verhandelte und ihn zu 15 Jahren Freiheitsentzug verurteilte. Kleist wurde an die Sowjetunion ausgeliefert. Beigelegt ist eine Übersetzung der Gerichtsverhandlung und des Beschlusses, den das serbische Gericht in diesem Fall gefällt hat. In dem folgenden Band der Akte sind verschiedenste Beweisstücke aufgeführt. Hier zum Beispiel haben wir ein Foto der Opfer, die von Soldaten unter dem Kommando von Kleist erschossen wurden. Die Kopie des Urteils des Militärkollegiums des Obersten Gerichtshofes der UdSSR. Im Mai 1947 wurde die Todesstrafe abgeschafft
und zu einer Höchststrafe von 25 Jahren umgewandelt. Aufgrund dessen wurde Kleist nicht zum Tode durch Erschießen, sondern zu 25 Jahren Freiheitsstrafe verurteilt. Doch wie wir wissen, starb von Kleist im Laufe der Strafverbüßung im Gefängnis Nummer 2 in der Stadt Wladimir. Im Sonderarchiv des KGB gibt es nicht nur Akten der deutschen Kriegsgefangenen und Deportierten, sondern von fast allen Nationen der Welt. Vor allem von denen, die mit Deutschland während des Zweiten Weltkrieges verbündet waren. Die Abteilungsleiterin Lilia Pilovia. Wir haben hier eine Kartei für deutsche Generäle. Sie enthält 495 Karten. Insgesamt waren 421 Generäle in sowjetischer Gefangenschaft. Es gibt allerdings weniger Personalakten als Karteikarten. Aus den Personalakten der Generäle geht nicht nur hervor, wann ein General in ein Lager eingeliefert, wann er verurteilt oder wann er freigelassen wurde, sondern auch, an welchen Krankheiten er starb oder ob er Selbstmord beging. Akte Nummer 50. Generalmajor Engel, der am 11. Juli 1944 bei Minsk in Gefangenschaft geriet. Noch bevor gegen ihn Anklage erhoben wurde, nahm er sich am 3. Juni 1948 das Leben. Wie viele andere Generäle freiwillig aus dem Leben schieden, muss noch erforscht werden. Ein weiterer Sonderfall, Winogradov. Von den Untersuchungsakten der angeklagten Generäle der deutschen Armee nimmt die Akte von Helmut Becker eine besondere Stellung ein. Becker war Berufsoffizier in der Waffen-SS, Kommandeur der 3. SS-Panzerdivision Totenkopf und SS-Brigadeführer mit dem Rang eines Generalmajors. Hier sehen wir eine Reihe von Fotos, die die verbrecherischen Taten der Waffen-SS auf dem Territorium der UdSSR belegen. Hier haben wir eine weitere Akte zu diesem Fall. Die Abschrift des Urteils von Kiew. Der Prozess fand in der Stadt Poltawa in Form einer öffentlichen Gerichtsverhandlung statt. Vor Gericht standen Becker und andere Angehörige der SS-Division Totenkopf. Wir wenden uns nun dem Urteil zu. Das Urteil des Gerichtes sah die Höchststrafe, 25 Jahre Freiheitsentzug, vor. Winogradov sagt nicht, dass General Helmut Becker nach Abschaffung der Todesstrafe am 25. Mai 1947 nach einem zweiten Prozess als letzter deutscher General am 18. Februar 1953 verurteilt und in Stalingrad erschossen wurde. Das innere Gefängnis der Lubjanka wurde, so würden wir es heute nennen, als Untersuchungsgefängnis genutzt. Dort befanden sich die Verhafteten, über die jeweils eine Akte angelegt wurde oder bereits existierte. Sie waren hier für die Dauer der Untersuchung inhaftiert. Daher kann man dieses Gefängnis als Untersuchungsgefängnis bezeichnen. Auch von Paulus war eine Anklageakte vorbereitet worden, doch er wurde als einziger nie angeklagt. In einer Datscha, einem Wohnhaus, lebte er mit 4 anderen Generälen, die aber schon 1948-49 in die sowjetische Besatzungszone zurückkehrten, um beim Aufbau der Volkspolizei mitzuwirken. Nur 2 deutsche Kriegsgefangene, Erwin Schulte als Ordonnanzoffizier und Georg Löw als Koch, blieben bis zu seiner Entlassung. Auch wenn Paulus Ausflüge in die Umgebung, sogar eine Ferienreise nach Jalta machen durfte und kulturelle Veranstaltungen in Moskau besuchen, litt er unter der Einsamkeit und hatte Depressionen. Die Zensur händigte ihm nur einen Teil der Briefe seiner Familie aus. Paulus verfasste Proklamationen, Aufrufe und mehrere Gnadengesuche und wirkte an dem Film Stalingrad mit.
Radio und Zeitungen aus der DDR wurden ihm zur Verfügung gestellt. Erst nach dem Tode Stalins im März 1953 traf sich Walter Ulbricht mit ihm in Moskau. Am 24. Oktober konnte er mit Schulte und Löw in die DDR zurückkehren. Die DDR-Wochenschau der Augenzeuge berichtet. Paulus sprach auf einer bedeutenden Pressekonferenz des Ausschusses für deutsche Einheit. Als ehemaliger militärischer Befehlshaber in einem großen Verantwortungsbereich bin ich angesichts der gegenwärtigen Verhältnisse und im Rückblick auf meine Erfahrungen zu dem Ergebnis gekommen, dass jeder Weg, der in irgendeiner Form Verbindungen zwischen Ost und West anknüpft und ausbaut, beschritten werden muss. Nur wir Deutschen selbst können über Deutschlands Zukunft entscheiden. Als Reaktion auf die Gründung der Bundesrepublik Deutschland wurden die letzten noch inhaftierten 200 Generäle per Fließbandurteil zu 25 Jahren Arbeitslager verurteilt. Einer von ihnen wird später in der Bundeswehr Karriere machen, Generalleutnant Friedrich Förtsch, der noch am 2. September 1950 mit 8 anderen Generälen zu 25 Jahren verurteilt wurde. 1955 kehrt er aber in die Bundesrepublik zurück. Die Pravda kommentiert die Stationen seines Lebens. Wehrmachtsgeneral, Kriegsgefangener und NATO-General. Eine Hoffnung für die Gefangenen verband sich mit dem Tode von Josef Stalin am 5. März 1953. Seine Erben, die Mitglieder des Politbüros Malenko, Molotow, Beria, Chruschtschow und Bulganin, waren sofort in Machtkämpfe verwickelt. Beria wurde hingerichtet. Molotow und Malenko mussten in die Verbannung gehen. Die Macht teilten sich seit 1954 Ministerpräsident Bulganin und der erste Sekretär der Kommunistischen Partei Nikita Chruschtschow. Erste Zeichen einer Veränderung. Im Sommer 1955 wurden aus vielen Gefängnissen der Sowjetunion die Generäle im Lager Volkovo zusammengelegt. Hier hörten Sie den Bericht über das Fußballspiel des deutschen Weltmeisters gegen die Nationalmannschaft der Sowjetunion. Die Gefangenen können hoffen. Im Kinosaal des Lagers Volkovo sehen die deutschen Generäle die Wochenschau über die Ankunft einer deutschen Delegation unter Leitung von Bundeskanzler Konrad Adenauer. Sie hören die Nationalhymnen beider Länder und die Worte Adenauers. Приветствовали меня и нашу делегацию, говорит в своем заявлении канцлер Аденауэр. Я искренне надеюсь, что первый контакт, который мы устанавливаем нашим пребыванием в Москве, будет началом установления нормальных, хороших отношений между Советским Союзом и Германией. Die Verhandlungen werden auf Initiative der Sowjetunion aufgenommen, die in ihrer Note vom 7. Juni die Normalisierung der Beziehungen zwischen der UdSSR und der Bundesrepublik Deutschland vorschlug. Der Vorsitzende des Ministerrates der UdSSR Bulganin, Mitglied des Präsidiums des Obersten Sowjets der UdSSR Chruschtschow, der erste stellvertretende Vorsitzende des Ministerrates der UdSSR und Außenminister Molotow, Bundeskanzler Dr. Adenauer, Außenminister Dr. von Brentano. Die Normalisierung der Beziehungen zwischen der Sowjetunion und der Deutschen Föderativen Republik entspricht der Aufgabe der Festigung des Friedens in Europa und des weiteren Spannungsabbaus. Die Gefangenen sahen Adenauer bei seinem Stadtrundgang durch Moskau beim Besuch des Kremls. Bilder freundschaftlicher Annäherung. Doch sie wussten nicht, dass Ministerpräsident Bulganin und Nikita Chruschtschow Adenauer ihr Ehrenwort gegeben hatten, alle angeblich 10.000 verurteilten Kriegsgefangenen zu amnestieren und in die Bundesrepublik oder in die DDR zu entlassen. Bestätigt
Zur Bestätigung der erreichten Übereinkunft tauschten der Ministerratsvorsitzende der UdSSR Bulgarien und Bundeskanzler Dr. Adenauer Briefe aus. In seinen Abschiedsworten auf dem Flughafen zieht Konrad Adenauer eine positive Bilanz seines Besuches. Wir gehen in unsere Heimat zurück, wir возвращаемся на нашу родину, in dem Bewusstsein, dass wir hier in Moskau, zusammen für den Frieden in der Welt gearbeitet haben. Работали совместно на пользу мира во всем мире. Ich bin überzeugt, я убежден, dass unsere Arbeit, so этот наш труд, gute Früchte tragen wird, принесет добрые плоды für unsere beiden Völker, для наших обоих народов. Результаты московского народа. Unmittelbar nach Adenauers Besuch werden die ersten Kriegsgefangenen entlassen. Ein sowjetischer Propagandafilm berichtet darüber. Laut der Bedingung der Repatriierung wurden Gefangene in einer bestimmten Reihenfolge in die Heimat geschickt. Abhängig von dem früheren Wohnort kehrten die einen in die DDR und die anderen in die Bundesrepublik zurück. Vor ihrer Rückkehr werden die Generäle neu eingekleidet. Im Lager fand ein Abschiedsessen statt. Die Generäle bestanden darauf, ihre ehemaligen Bewacher einzuladen. Im Oktober kehren sie in 3 Transporten in die Heimat zurück. Den ehemaligen Gefangenen wird noch einmal Moskau gezeigt. Sie besuchten das Zentrum in Moskau. In dieser Zeit wurde eines der interessantesten architektonischen Denkmäler restauriert, die Basiliuskathedrale. In dieser Zeit baute man auf diesem großen Platz das größte Stadion des Landes. Das sowjetische Volk möchte nie wieder eine Wiederholung der Schrecken des Krieges und sagt, wir wollen die Auseinandersetzung der Vergangenheit und alles, was uns teilte, vergessen. Wir wollen in Frieden leben. Mit Begeisterung und Anteilnahme werden die letzten Spätheimkehrer in den Monaten Oktober bis Dezember und die Nachzügler Anfang des Jahres 1956 in Herleshausen von Angehörigen und von der Bevölkerung der Bundesrepublik begrüßt. Waren die Urteile, die sie so lange in der sowjetischen Gefangenschaft ausharren ließen, Willkürakte? Diese Fälle können nun natürlich als Opfer irgendeines juristischen Willküraktes dargestellt werden. Auch wenn viele von ihnen den Unterlagen nach schuldig waren, kann man das schwer nachweisen. Geht man vom rechtlichen Standpunkt aus, so hat das sowjetische System seine Unfähigkeit und Hilflosigkeit bei der Behandlung dieser Personen gezeigt. Wie kann man das sowjetische System als Garant für die Gerechtigkeit einsetzen, das selbst auf Terror und Gewalt begründet, rechtswidrig, inhuman und verbrecherisch handelt. Der stellvertretende Direktor zu den Abhör- und Spitzelberichten. Die dritte Akte von Dokumenten sind Dokumente der Operativabteilung der Hauptverwaltung für Kriegsgefangene und Internierte, die Fragen der antifaschistischen Arbeit unter den Kriegsgefangenen behandeln, sowie die operative Arbeit unter den Kriegsgefangenen. Ich möchte unterstreichen, dass solche Arbeit nicht unbedingt typisch für sowjetische Lager war, denn solche Arbeit wurde in allen solchen Einrichtungen durchgeführt. Das Ziel dieser inoffiziellen Arbeit war es, Kriegsgefangene zu beobachten, ihre Lebensweise, ihre Äußerungen.
Eins der Hauptziele war, Kriegsverbrecher und Kriegsverbrechen herauszufinden. In erster Linie ging es um Kriegsverbrechen, aber auch um einfache Straftaten wie Diebstahl. Vielleicht weniger als die anderen, aber es gab sie auch. Deswegen wurde solche Arbeit durchgeführt und wir haben in unserem Archiv auch Dokumente dazu. Bis jetzt sind diese Akten noch nicht zugänglich und erschlossen. Wir haben uns damit nicht extra befasst, denn solche Informationen ohne Begleitinformationen gibt es nicht. Das heißt, solche Informationen können in Personalakten, manchmal auch in Beurteilungen der Lagerarbeit enthalten sein. In den letzteren könnte es um Haftbedingungen, um irgendwelche Propagandaarbeit gegangen sein. Das heißt, es wäre schwer, solche Berichte auszusondern. Und ich möchte wiederholen, wir haben kein solches Ziel verfolgt. Und wir sind der Meinung, das hätte auch wenig Sinn. Auch im Föderationsarchiv gibt es Berichte an Stalin, Beria und Molotow. Das sind Berichte, die vom NKWD, MWD an Stalin erstattet wurden. Unter anderem mit Informationen über Einstellung der deutschen Generäle. Wie sie diese Informationen erhielten? Ich glaube, auf verschiedene Weise. Unter anderem durch operative Methoden, das heißt aus den Agentenberichten. Aber das ist zweitrangig. Ich glaube, für Stalin war wichtig, nicht wie diese Berichte zustande kamen, sondern was für Berichte das waren. Wie war die Einstellung der deutschen Generäle und was dachten sie über verschiedene Ereignisse? Ein Abhörbericht des Staatlichen Komitees für die Verteidigung vom 17. Februar 1945 an den Genossen Stalin über die Reaktionen von Generalfeldmarschall Paulus und General von Seydlitz auf die Beschlüsse der Konferenz von Jalta und die Auswirkungen für Deutschland. Der Bericht ist unterzeichnet von dem Volkskommissar für innere Angelegenheiten, El Beria. Ein Bericht an die Genossen Stalin, Molotow und Malenko vom 18. Mai 1945 über die Reaktionen von Paulus, Seydlitz und Oberst van Hoven auf die bedingungslose Kapitulation in Karlshorst vom 9. Mai 1945. Ein Zwischenbericht an den Genossen Molotow über die zweite Prozesswelle vom Oktober bis Dezember 1947, die von Wyszynski koordiniert wird. In 10 Orten sollen öffentliche Verfahren stattfinden. Grundlage der Prozesse ist jetzt das Kontrollratsgesetz 10. Vorgegeben ist die Anzahl der Angeklagten, das Strafmaß 25 Jahre und der Ort der Verbannung, Worokuta. Im Zusammenhang mit den in unserem Land gegenwärtig aktiv betriebenen Rehabilitierungsverfahren wird das Material zur Beantwortung von Anfragen der jeweiligen Angehörigen und zur Erstellung eines Untersuchungskonzeptes benötigt. Diese Akten ermöglichen eine Revision der Urteile. Nicht nur in Moskau, sondern auch in Kiew und hier in Minsk können Anträge eingereicht werden und Rehabilitierungen erfolgen. Der Generalstaatsanwalt von Weißrussland erläutert, wie man zu den Akten kommen kann und nach welchen Gesichtspunkten Rehabilitierungen erfolgen können. Über die gute Zusammenarbeit zwischen der Botschaft und russischen Dienststellen berichtet der deutsche Botschafter. Er muss einen Antrag einreichen, dabei können wir als deutsche Botschaft behilflich sein. Dieser Antrag wird bearbeitet, was nicht ganz einfach ist, weil man in Archive, die nicht immer zugänglich sind, hineinsteigen muss. Insgesamt sind unsere Erfahrungen mit den russischen Behörden gut. Der weit überwiegende Anteil aller Anträge wird positiv entschieden. Ich glaube, wir haben so an die 6.000 Anträge, wenn ich mich recht entsinne. Ich muss mal vielleicht nachgucken. Ja, etwa 6.000 Anträge, von denen bisher 2.500 schon beschieden worden sind. Wir bekommen natürlich den Bescheid schriftlich. Nach unseren Erfahrungen dauert das etwa so ein Jahr, bis ein solcher Antrag entschieden wird. Die Rehabilitierung des General von Seydlitz.
Nach der Auflösung des Nationalkomitees Freies Deutschland und des Bundesdeutscher Offiziere, das war im November 1945, wurde Seydlitz vorübergehend wieder nach Wojkowo verlegt, wo er bittere Erfahrungen machte. Ich habe eine Mitteilung gelesen, in der er beschreibt, wie ihn kriegsgefangene deutsche Generäle als Verräter beschimpften. General von Seydlitz wie auch General von Pannwitz sind im Juni 1996 rehabilitiert worden. Nicht alle Anträge werden positiv entschieden. In einem Schreiben heißt es, gemäß Artikel 11 des Rehabilitationsgesetzes für Opfer von politischen Repressionen vom 18.10.1991 kann eine Akteneinsicht nur dann stattgegeben werden, wenn die betroffene Person unter das Rehabilitationsgesetz fällt. Es gibt keine Berufungsmöglichkeit. Eine Staatsanwältin mit einer Mitarbeiterin in Moskau. Sie ist auch für Rehabilitierungsanträge zuständig, aber ihr Interesse gilt dem Schicksal der Frauen. In ihrer Praxis gibt es Fälle, in denen auch Frauen die Rehabilitierung verweigert wurde. Das betrifft KZ-Aufseherinnen, die Häftlinge schlugen und erniedrigten. Wenn es Zeugenaussagen zulassen, unter anderem von Leidtragenden, so wird die Rehabilitierung verweigert. Eine Akte aus dem KGB-Archiv in Omsk mit der Aufforderung, diese zurückzuschicken. Die Inhaltsangabe, 10 Seiten. Die Fingerabdrücke. Fotos gab es noch nicht für die Verurteilten 1945-46. Der Wehrpass, ein Pass, der Rehabilitierungsbescheid und die Gründe der Verurteilung. Der Kommandant des Kriegsgefangenenlagers 27, Krasnogorsk, und heutige Direktor des Museums erzählt die Geschichte des Friedhofs. Das ist der Friedhof Nummer 3 des Kriegsgefangenenlagers in Krasnogorsk. Mit Bestattung der Kriegsgefangenen hier hat man im Mai 1945 angefangen. Der Friedhof war in Betrieb, solange das Kriegsgefangenenlager in Krasnogorsk existierte. Auf diesem Friedhof sind insgesamt 87 Personen beigesetzt, unter ihnen 5 Generäle, darunter 3 deutsche Generäle, unter anderem Karl Hilpert. Von den einst 6.000 Friedhöfen sind nur wenige erhalten geblieben. Dieser Friedhof von Krasnogorsk soll zum offiziellen Friedhof für Staatsbesuche neu gestaltet werden. Ein Denkmal ist von der Bundesregierung und der Kriegsgräberfürsorge in Auftrag gegeben worden. Ein verfallener Friedhof im Wald, unweit des Generallagers 48 Wojkowo. Die Nummern sagen nicht aus, wer hier beerdigt wurde. Es waren 18 Generäle, 2 Japaner, 5 Ungarn. Den deutschen Generälen war es nach Stalins Tod gestattet worden, verstorbene Kameraden zu Grabe zu tragen. Als sie im Oktober 1955 nach Deutschland zurückkehren durften, führte ihr letzter Weg zum Friedhof, um Abschied zu nehmen von denen, die fast 10 Jahre ihre Leidensgenossen gewesen waren. Ein Augenzeuge der letzten Beerdigungen von 1955 erzählt von den Beisetzungen und seinen Versuchen, den Friedhof in Ordnung zu halten. Bis Anfang der 90er Jahre war dieser militärisches Sperrgebiet. Keinem Angehörigen war es gestattet, das Gebiet von Iwanow zu betreten. Erst heute ist es möglich, nach 40 Jahren.